Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt. An Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List, sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Dieses Gedicht ist von Joachim Ringelnatz. Guten Morgen! Nein, Hund, ich spiele jetzt nicht mit dir. Wir haben den 22. Dezember, das heißt, ja, es steht ganz nah bevor das Weihnachtsfest. Aber heute geht's nochmal um den Adventskalender und dazu packen wir erstmal hier diesen Schokokalender wieder aus. Ich habe hier das Türchen 22 gefunden, das mache ich jetzt auf. Ja, das, wobei wieder das Gleiche gilt wie in den letzten Tagen. Ich kann keine Schokolade mehr sehen. Aber trotzdem zeige ich euch diesen süßen kleinen Bär. Ja, Schokolade wird sich bestimmt Kleinchen reinpfeifen, wenn die nicht auch schon übersättigt ist. So, und da ist er. Ist er nicht süß? Ist er nicht süß, der kleine Janne? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich da drüben. Beim Mones Adventskalender, der da ganz traurig in der Gegend rumsteht. Ja, da bin ich schon wieder. Guckt mal, wie leer das hier ist. Ja, also das ist ja jetzt schon jedem klar, das ist die 24 und da ist die 23 und da haben wir die 22. Die nehme ich jetzt hier weg, diese wunderschöne 22. Ja, die nehme ich jetzt hier weg, ne? Und dann sehen wir uns am Tisch wieder. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Und weiter geht's im Text. Stuhl zurechtrücken und Bändchen aufzurren. Und auch da hat die liebe Mone wieder diese tollen Kümmelchen hier dran gemacht, die ich natürlich behalten werde zur Wiederverwertung. Und das sind auch tolle Beutelchen, ne? Die kann ich alle verwahren. Ich habe alle Verpackungen noch. Da ist nichts von weggekommen. So, jetzt gucke ich erstmal. Du hast bestimmt wieder den Draht hier drüber gewickelt. Und, au! Autschi, schon wieder gepiekert. Aber ich lasse mich davon nicht abschrecken, ne? Moment, in welche Richtung muss ich den denn jetzt drehen? Oh, ich ziehe das alles an meine Nase ran, weil ich sonst nichts sehen kann. Oh Gott. Ja, oder ist das... Das Bändel ist auch da drüber. Schaut mal, jetzt muss ich auch das Bändel lösen. Das Bändel, ich rede, ne? Klingt gar nicht... Gerade gar nicht wie Ruhrpott. Ja, es liegt wahrscheinlich daran, weil ich schon mit so vielen verschiedenen Menschen Kontakt hatte, die aus ganz anderen Ecken Deutschlands kommen. Und das ein oder andere, das eignet man sich dann auch an. Vor allen Dingen, wenn die Kontakte immer ziemlich eng sind. Ja, und so passiert das dann halt, ne? So vermischt sich dann der eigene Slang mit den anderen. So, jetzt reicht's aber hier. Komm. Sei nicht so störrisch, geh einfach auf. Dann sind wir Freunde. So, da ist noch ein Knoten. Den nehme ich jetzt auch direkt weg. So, jetzt müssten wir das aber doch hier ordentlich abbekommen, ne? Ja, geht euch das eigentlich auch so, dass ihr euch so Spracheigenschaften von anderen Menschen annehmt, wenn ihr mit diesen Menschen viel privat so zu tun habt, auch über Entfernung ist das ja egal, ne? Also in der heutigen Zeit, hey, in der heutigen Zeit ist das ja kein Thema mehr. Jetzt wird es dann doch kaputt gehen. Was soll denn das? Nee, komm, so nicht. Da. Jetzt hat es sich verzürtelt, aber ich krieg's wieder hin. Und jetzt noch den Rest hier
Ha! Ha, 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 geschafft. Ja, jetzt wolltest du aber gucken, ne, Mone? Jetzt wolltest du wissen, ob ich das auch hinkriege. Ich krieg's hin. So. Auch wieder Nerv, wie gesagt, in diesen niedlichen Beuteln, die ich ja verwahren werde. Genauso wie ich mir hier alles abpupel, ne, die Zahlen. Und, oh, das hat Gewicht. Das würde ich jetzt mal so sagen. Das hat ordentlich Gewicht. Und jetzt guckt euch mal diesen niedlichen Bären hier an. Och, ist der putzig. Den kann man doch bestimmt kolorieren, oder? Das ist ein Holzembellishment. Aber ich möchte darauf wetten, dass man den kolorieren kann. Und dann hast du alles hier mit 3D-Pads drauf gemacht. Wie schön das da. Och, ist das süß. Ja, und dann hast du hier so ein Schächtelchen gebastelt und ich hebe den Deckel ab. Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich? Tada! Oh, lecker Schmecker! Mmh. Goldbeerenapfel! Und jetzt sagt mal ehrlich, Mädels, die normalen Goldbeeren von Haribo, die sind doch immer etwas fester, oder nicht? Und diesen farbigen Tüten, also nicht in diesen farbigen Tüten, sondern wo die sortiert sind, farblich sortiert, die sind doch viel weicher, oder nicht? Ja. Ja, meine Zahnärzte wird sich freuen, dass ich über die ganze Zeit so viel Süßkram gefuttert habe. Mein Gewicht auch, aber es ist doch egal. Dafür habe ich ja Diät vorher gemacht, ne? Und die Grünen sind mit Sicherheit lecker. Ich habe sie noch nicht gegessen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr lecker sind, weil ich mag nämlich sehr gerne Äpfel. Und darum werde ich die jetzt hier schön wieder reintun, damit die kein anderer sieht und sie mir mopsen kann, ne? Vielen Dank, liebe Mone. Ich danke dir sehr für mein Hüftgold. Ja, meine Lieben. Noch zweimal, dann ist das hier vorbei mit uns. Aber ich habe am Ende noch eine Überraschung für euch und ich hoffe, die wird euch gefallen. Meine Lieben, wir sehen uns morgen bei der 23 wieder. Tschüssili!